Ja, Luis Schwanz am Start heute mit einem neuen Video. Und zwar heute gibt es wirklich einige sehr interessante Informationen, die wir uns angucken werden. Unter anderem wird uns ja in den nächsten Wochen eine Eiszeit in Fortnite bevorstehen. Dazu wird es dann das große Live-Event geben und es werden wirklich richtig krasse Sachen zu diesem Live-Event passieren. Freunde, neue Infos gibt es in diesem Video. Zusätzlich werden wir uns die brandneue schwere AK angucken, die wir in Fortnite bekommen werden, beziehungsweise die ja schon seit längerem jetzt in den Datenfiles aufgespielt worden ist. Dazu werde ich euch in diesem Video das erste Gameplay dazu zeigen und es wird kostenlose Skins geben, beziehungsweise auch Rückenaccessoires, die ihr euch verdienen könnt, Freunde. Wie man das bekommt, alles gibt es in diesem Video, falls ihr noch auf dem Kanal seid. Lasst wie immer... Oh, shit. Er hat mich... Oh mein Gott, er hat mich fast hochgenommen, aber wir haben ihn doppelt hochgenommen. lasst kostenlos Abo dann natürlich nicht vergessen, Leute. Support our Creator, Standards, Geruell, ich küsse eure Augen. Danke für die Unterstützung. Kommen wir aber erstmal zu der ersten Sache. Und zwar gibt es ein neues Banner, beziehungsweise es wird zwei neue Banner-Sachen geben. Wir haben ja unter anderem schon die Banner-Skins, die Banner-Spitzhacke und das Banner-Backbling. Da wird es jetzt einmal noch ein extra Banner-Emote geben. Also da kann man quasi so eine Flagge hissen. Wo dann euer Banner drauf ist, welches ihr gerade ausgewählt habt, finde ich eine coole Sache. Und zusätzlich wird es dann extra dazu noch eine Banner-Tarnung geben, also eine Waffentarnung, wo ihr euer Banner dann selbst drauf machen könnt. Finde ich eine richtig, richtig geile Sache. Feier ich extrem. Zu der Winterzeit gibt es neue Infos und Erkenntnisse. Nämlich da gibt es, soll es nämlich Loot geben. Und dieser Loot wird auf der Karte verteilt sein, der quasi eingefroren ist, indem ihr euch dann durch Kaputthacken dieser Eisschicht, die dann um diesen Loot drum sein wird, befreien können. Finde ich eine coole Sache, eine coole Idee. Zusätzlich wird es ja dann wahrscheinlich zu der Weihnachtszeit auch wieder die Geschenke geben. Viele werden wahrscheinlich die Geschenke schon aus dem letztes Jahr kennen. Das waren ja immer so eine Dinger gewesen, die man werfen konnte. Wo dann Loot drinne war immer ziemlich beliebt gewesen und habe ich auch gefeiert, wird es dann in den nächsten Wochen auch geben. Dann gibt es noch einen neuen Spielmodi, beziehungsweise es wird eine komplett neue Playlist geben und zwar, das wird ähnlich sein wie ein Dropper. Dazu gibt es leider noch keine genauen Informationen, aber ich denke mal auch zur auch den High Ground. Wir haben genug Mats. Übrigens habe ich... hochgenommen. Unten müsste auch noch einer sein. Oder was ist hier los? Hallo. Viele haben mich gefragt, warum bei mir nur 60 FPS angezeigt wird. Weil ich immer noch auf der PlayStation spiele. Und falls ihr nicht wisst... Ja, Third Party hier wieder. Auf der PlayStation die maximale Anzahl von FPS ist 60. Da geht nicht mehr. Dann wurde unter anderem Fortnite gehackt die letzten Tage. War auch ein sehr interessantes Thema gewesen, muss man sagen. Auf Twitter wurde nämlich Donald Mustard, der uns schon einige wirklich Secret-Informationen in den letzten Monaten und Jahren, kann man ja schon fast sagen, geteilt hat. Der ja der... Oder er ist so One-Hit, ne? Er stiehlt uns Sirius den Kill. Darf doch nicht wahr sein, was da los, Bruder. Soll er sich doch eigene Leute suchen? Ich habe den so schön vorbereitet. Werde ich euch mal einige lustige Tweets einblenden, die da so eine Hackergruppe in seinen Namen gepostet hat. War ziemlich kurios gewesen. Die Leute haben sich nämlich gewundert, weil einige angeblich geheime Informationen er da rausgehauen hat, was natürlich nicht gestimmt hat, Freunde, weil das irgendwelche Hacker waren, die sich dachten, sie erlauben sich mal hier einen kleinen Spaß. Hat aber gar nicht lange gedauert, da hat er auch seinen Account wieder gehabt. Aber trotzdem... Oh mein
Gott, haben wir den hochgenommen. Holy moly. Oh, das war nochmal knapp gewesen. Dann ist euch wahrscheinlich aufgefallen, das Spiel ist bereits letzte Woche rausgekommen, und zwar Battle Breakers. Und zwar, wenn ihr Battle Breakers spielt, Leute, das ist ein Handy-Game, könnt ihr euch kostenlos übrigens downloaden. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr zockt, Supporter Creator Standard Skill eintragen. Da könnt ihr euch nämlich einige sehr interessante Sachen, unter anderem auch für Fortnite, verdienen. Einen kostenlosen Skin gibt es da nämlich. Diesen kostenlosen Skin bekommt ihr, wenn ihr in Battle Breakers Stufe 20 erreicht habt. Jetzt wurde bekannt, dass es eventuell in Zukunft noch einen exklusiven Battle Royale Skin geben wird, den ihr euch freischalten könnt, wenn ihr halt dieses Spiel Battle Breakers spielt. Und zusätzlich wird es dann wahrscheinlich auch bald ein kostenloses Backblink geben, welches ihr euch dann auch für Battle Royale nutzen kann. Ich werde euch mal die ganzen Bilder hierzu einblenden. Aktuell gibt es ja schon einen Skin, den ihr euch freispielen könnt, aber dieser Skin ist nur für Save the World, und angeblich werde ich euch mal den Skin einblenden, welcher für Battle Royale freispielbar sein soll in Battle Breakers. Bin ich mal sehr gespannt, Leute, weil der Skin sieht wirklich ultra nice aus. Das Backblink. Ist aktuell noch nicht freispielbar, aber wurde angeblich geleakt. Deswegen müsst ihr euch dahingehend auch etwas gedulden. Und die spielen hier schon wieder so, als wäre es hier Tournament. Erstmal schön eintörteln, dies, das. Dann kommen wir mal kurz zu der Map, die sich verändern wird. Und zwar gibt es schon die ersten Bilder zu der Schneemap, die wir in den nächsten Wochen erhalten werden. Oh, er ist One-Hit. Aha. Er konnte leider nichts machen. Wenn er da One-Hit ist, was will er da machen? Wow, guck mal unsere Mats an. Ich würde mal sagen, 1500 Material läuft bei uns. Das ist nämlich ein guter Starter hier. Ich weiß, wir haben noch nicht allzu viele Hype-Punkte, aber heute mal wieder auf Main-Account unterwegs, um uns da ein bisschen voranzubringen. Gestern waren wir auf Smurf unterwegs. Aber viele haben das gar nicht so gefeiert. Viele wollen wirklich hier den Renegade Raider in Einsatz sehen. Ich werde euch mal die ersten Bilder zu der Schneekarte einblenden. Nämlich irgendwie sind diese Texturfiles zu der neuen Karte bereits auf den Servern schon aufgespielt. Und einigen Leakern ist es wohl gelungen, das Ganze in-game schon zu zeigen, wie die Karte denn aussieht, wenn da alles voller Schnee gehüllt ist. Dieser Schnee wird ja dann aber nach diesen Feiertagen, nach dieser Winterzeit auch wieder verschwinden. Finde ich aber immer so eine coole, abwechslungsreiche Sache. Das ist ja ähnlich wie in GTA 5 mit der Schneekarte, die wir da dann erhalten werden. Dann, Freunde, kommen wir mal zu der neuen Waffe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mega enttäuscht. Diese Woche anscheinend kein neues Fortnite-Update. Man hat hier leider mit der Community auch gar nicht kommuniziert, ob es jetzt was Neues gibt, ob es nichts Neues gibt. Aber ihr seht's, Freunde, es ist kein Update gekommen. Mich würde sehr, sehr stark wundern, wenn das Ganze morgen erscheint. Das wäre wirklich sehr fraglich. Ich glaube nicht, dass wir morgen ein Update erhalten werden. Hier hatten wir jedenfalls in den Datenfiles schon seit längerem eine sehr interessante Waffe gefunden, und zwar eine schwere AK. Diese schwere AK, Leute, werde ich euch mal einblenden. Und die ist wirklich, also hat die gleichen Werte wie eine SCAR, hat aber ein bisschen anderes Schussverhalten, auch eine andere Feuerrate. Und ich werde euch mal hierzu das erste Gameplay nach diesem Kill zu dieser Waffe einblenden. Aber erstmal holen wir uns diesen Experten da. Ich sagte, diese 66er Headshots schmecken am meisten. Ja, Bruder, wenn du nicht Dings kommst, wenn du nicht runterkommst, dann hole ich dich runter. Gar kein Ding. Gar kein. Ah, er hat schon gecheckt, was da. Ja, drück dir ruhig deine Tränke, Bruder. Ich habe auch noch zwei Tränke auf Vorrat dabei.
Kein Ding für den King. Was war denn das hier? Irgendjemand hat ihn auch auf mich geschossen. Riesenmiese. Wichtiger Hit. Wichtig. Oh mein Gott, haben wir den hochgenommen. Und er hat den epischen Raketenwerfer mit dabei. Ihr wisst, was das heißt. Easy peasy, das Ding. Oh, da drüben ist auch noch einer. Den werden wir uns natürlich hier auf Knacks mit einpacken. Werde ich euch mal das Gameplay hier einblenden zu der neuen AK. Ich muss sagen, der Sound gefällt mir extrem gut. Macht einen soliden Eindruck, die Waffe. Ich bin nur gespannt, wie das so ist mit dem Treffen, dies, das. Soll ja ähnlich wie eine, oder soll ja das... Soll ja die Alternative zu der Ska werden, aber wir hatten ja auch in der Vergangenheit einfach gehabt, dass die Ska wirklich eigentlich fast unangefochten meiner Meinung nach die beste Waffe in Fortnite ist. Boah, diese. Ich muss sagen, die AUG ist auch ganz nice. Boah, ich glaube, wir müssen die sogar killen, Leute, sonst schaffen wir es nicht mehr in der Zone, Bruder. Da ist auch noch einer. Oh, da mal wieder Full Life. Okay, jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir hier ganz, ganz schnell in die Zone kommen. Ach du Scheiße, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Nein, es kann doch nicht sein. Oh, da hat gerade jemand den Loot Drop aufgemacht. Wichtig, das wäre ein wichtiger Kill. Oh mein Gott, ist die AUG stark. Also das ist wirklich eine geisteskranke Waffe. Also ich feiere die ab und zu, also die 66er Headshots, die schmecken wirklich am meisten. Oh, jetzt muss man aber Gummi geben. Alter, das wird mega knapp. Oh, ich glaube, das schaffen wir nicht. Oh, ich glaube, das schaffen wir nicht. Komm, mach hin, ey. Ja, schwere AK würde ich auf jeden Fall feiern, wenn die bald ins Game kommt. Einfach mal wieder so ein bisschen Abwechslung, ein bisschen was Neues. Gameplay-mäßig wird sich da wahrscheinlich auch ein bisschen was ändern. Aber, wie gesagt, ich finde erstmal, man sollte ein bisschen mehr Mobility reinbringen. Man sollte Jump-Pad reinbringen, vielleicht ein paar Fahrzeuge, mit denen man rumfahren kann. Oh, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Aber ganz knappe Sache. Oh, vor uns ist auch einer, aber wir sind so low-life. Ah, vorne sind Bandagen, nice, okay, easy. Zwei Leute hier vor uns. Jetzt bloß nicht offensiv reingehen. Das Ding ist, wir haben so viele Mats verballert für nix und wieder nix. Das ist ein bisschen belastend. Übrigens gibt es jetzt neue Informationen zu Risky Wheels. Das Ganze haben wir uns ja gestern auch angeguckt. Und zwar hier werden ja in Zukunft auch neue Trucks. Es wird neue Trucks in Risky Wheels geben. Und diese Trucks werden die Autos abschleppen. Das ist wirklich sehr, sehr kurios. Also es handelt sich ja hierbei um ein Autokino. Und anscheinend werden jetzt diese Autos dort abgeschleppt. Und irgendwie eine Map-Veränderung wird es da in den nächsten Wochen geben. Aber was da jetzt genau passieren wird, warum die Autos da abgeschleppt werden, obwohl es ja ein Autokino ist, kann ich euch leider an dieser Stelle auch nicht sagen. Weiß ich nicht. Kann ich nichts mit anfangen. Ich bin aber mal gespannt, weil seit Anfang der Season gab es ja keine Map-Veränderungen. Also es gab wirklich fast nichts, außer jetzt zum Beispiel dieser Storm King, der jetzt mal kurz seine Welle-Melle geschoben hat, gab es aber eigentlich nichts. Jetzt langsam fangen ja wieder die LTMs an, die jetzt wieder anfangen zu laufen. Finde ich ganz gut, Leute, LTMs. Ist immer eine gute Abwechslung. Und da könnten wir uns safe können und easy kill holen. Ah, komm. Oh, ein Kill wäre jetzt lecker, ne? Aber... Oh, Gottes Willen, die haben wir hochgenommen. GG. Oh, aber man merkt, dass wir Arena spielen. Das Leben hat immer noch 14 Leute im Endgame. Ich würde gerade sagen, damals hätte ich gesagt, Leute, es könnte hier noch eine 20-Bomb werden. Aber seit der Season 11, oder seit der Season 1, Chapter 2, kann man das komplett vergessen. Digga, wir haben so wenig Mats. Unter uns noch einer. Standardskill hat die Horcher aufgesperrt.
Giga Hits. Der versteckt sich hier drin, ne? Hat er gut gemacht. Ach, jetzt sich Tränke gedrückt. Ach, Kollege Schnürschuh. Ich brauch deine Mats eigentlich. Ja, oh shit, das war's gewesen. Okay. Ein paar haben wir. Jetzt kriegt er. Oh, ey, diese Waffe ist krank, ne? Boah. Komm. Noch ein bisschen. Der ist weg. Er ist one hit. Komm. Bro. Oh, lecker. Zone hat ihn geholt. Das Problem ist nur. Es leben immer noch 11 Leute. Und wir haben 35 Holz, GG. Ja, wir haben ein bisschen zu doll, zu offensiv gespielt, das war das Problem gewesen. Weil, wie gesagt, macht doch diese offensive Spielweise ein bisschen mehr Spaß. Als immer dieses Geboxe, was wir hier alles machen. Ja, das war's. Jo, das war's. War klar gewesen, Leute. Trotzdem muss ich sagen, war ganz okay die Runde. Ja, kann er sich freuen. Herzlichen Glückwunsch. Leute, Standard Skill, Super Creative, ihr wisst Bescheid, haut auf den Fuß da in. Ist Standard Skill in.